Ich wurde gefragt, welche Dinge ich beim Kauf von einem Studioblitz beachten würde. Ich bin jetzt noch nicht so super am Markt beobachten, aber die Gedanken, die ich mir auf jeden Fall machen würde, ist wie immer abhängig davon, was ich dann fotografieren will. Aber die beiden Hauptdinge, die ich auf jeden Fall bedenken würde, ist zum einen mobil oder stationär. Also muss ich das Teil irgendwie mit rausnehmen oder in irgendwelche Lost Places oder in die Natur oder so. Sprich, brauche ich was mit Akku, brauche ich was mit Generator oder kann ich es einfach normal an der Steckdose anschließen? Das macht schon mal ein Ersparnispotenzial aus oder gibt mir schon mal Anforderungen, die ich erfüllen oder die mein Blitz erfüllen muss. Und zum anderen fotografiere ich eher ruhige Szenen, wie jetzt zum Beispiel Produkte, oder möchte ich schnelle Bewegungen einfangen, wie jetzt zum Beispiel springende Sportler, oder irgendwelche Wasserspritzer in der Luft oder sowas. Was ich dann nämlich brauche, ist eine besonders kurze Abbrennzeit, was auch Blitze durchaus schon mal teurer werden lassen kann, wenn das egal ist, weil sich die Sachen, die ich fotografiere, eh nicht besonders schnell bewegen. Zum Beispiel stillsitzende Menschen oder liegende Produkte. Dann kann mir auch das relativ egal sein. Und dann brauche ich auch da nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwie einen Blitz mit einer sehr schnellen Abbrennzeit zu kaufen. Also ich hier im kleinen Studio habe, glaube ich, so zwischen 300 und 600 Watt am Start. Das ist nicht super wenig, aber das ist jetzt bei weitem auch nicht viel. Komme aber damit super klar. Also ich habe noch nie das Verlangen nach mehr gehabt, weil ich aber auch nicht riesige Abstände oder so zu meinem Motiv haben kann. Wenn, das kann jetzt auch noch ein Faktor sein, wo man mehr Leistung, also mehr Watt brauchen würde, wenn man jetzt in der Regel seine Blitze in irgendeiner Halle oder so sehr weit weg vom Objekt stellt, von seinem Motiv stellt. Abgesehen davon würde ich aber auch sagen, dass das mit einem sehr günstigen Blitz erstmal fast alles eigentlich abzudecken ist, wenn man, wie gesagt, nicht die schnelle Abbrennzeit oder eine besonders hohe Leistung aufgrund von irgendeiner Anforderung eben braucht. Zusammenfassend würde ich bedenken, muss es sehr mobil sein, also welche Stromversorgung brauche ich damit? Und habe ich irgendwelche Spezialbedürfnisse, wie jetzt schnelle Bewegungen einfangen oder so? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich fast sagen, tut's jeder. Ein kleiner Tipp noch, wenn jetzt ab und zu mal irgendwie schnelle Bewegungen einzufangen sind, kann man da auch sehr gut einfach Speedlights benutzen, also Aufsteckblitze. Die haben nämlich eine sehr kurze Abbrennzeit und die kann man auch mit Studioblitzen kombinieren. Also, wenn man jetzt gelegentlich mal sowas braucht, dann kann man sich vielleicht auch einfach mit einem Aufsteckblitz behelfen, während man den Großteil seiner Arbeit einfach mit einem normalen Studioblitz abdecken kann. Ich hoffe, das war halbwegs hilfreich und bis zum nächsten Mal.